Willkommen bei einem neuen Arduino-Tutorial. Heute geht es vor allem um dieses vierstellige 7-Segment-Display von SparkFun. Wie man hier sieht, wird dieses Display seriell angesteuert und benötigt neben der Stromversorgung hier nur ein einziges Pin am Arduino. Damit wir am Display auch etwas zum Anzeigen haben, habe ich hier ein Potentiometer angeschlossen, dessen hier am Analogeingang 0 abgelesenen Wert wir am 7-Segment-Display anzeigen. Und damit man diesen Wert nicht nur sieht, sondern auch hört, schicken wir ihn gleichzeitig als Frequenz an dieses Piezo-Element. Bevor wir uns die Schaltung anschauen, ein paar Worte zum verwendeten Display. Ich wollte dieses Tutorial ursprünglich mit diesem ganz normalen vierstelligen 7-Segment-Display machen, das ähnlich ausschaut wie das einstellige aus einem meiner letzten Tutorials. Aber wie man hier sieht, das Display braucht zur Ansteuerung 12 Pins, auch 12 Pins am Arduino. Und zumindest bei mir am Arduino Uno bleibt damit nicht mehr besonders viel Raum übrig für andere Bauelemente. Ich habe mich hier deswegen entschlossen, auf dieses Display zu wechseln. Das ist jetzt nicht so handelsüblich, hat man nicht gerade jetzt in der Teilekiste herumliegen. Dieses vierstellige 7-Segment-Display, in dem Fall in Blau, kommt von der Firma SparkFun. Man sieht es hier hinten. Es ist ein serielles Display, das heißt, im einfachsten Fall kann es über ein einziges Pin, dieses RX-Pin hier, angesteuert werden. Es gibt auch noch zwei andere Ansteuerungsmöglichkeiten. Mindestens eine davon erlaubt es sogar, mehrere dieser Displays für längere Anzeigen hintereinander zu schalten. Das Teil ist für ungefähr 12 Euro bei physicalcomputing.at in Österreich oder bei watterot.com in Deutschland erhältlich. Die Links dazu findet ihr in meinem Blog-Eintrag. Neben den vier 7-Segment-Anzeigen für die Ziffern sieht man hier noch weitere LEDs. Unter anderem gibt es an jeder Stelle auch einen Kommapunkt und hier diesen Doppelpunkt, der es auch ermöglicht, dieses Display sehr gut in Stunden und Minuten oder Minuten und Sekunden für eine Uhr oder einen Alarm oder ähnliches zu verwenden. Angesteuert wird das Display über die Software Serial Library, die Teil der Arduino-Entwicklungsumgebung ist. Ich habe am Display-Modul ein paar Pins angelötet und werde das hier jetzt aufs Breadboard stecken. Die Verkabelung habe ich schon vorbereitet. Man sieht hier die Plus 5 Volt und Ground auf dieser Seite und das eine serielle Pin, das ich mit dem Arduino Pin 2 verbunden habe und das für die Datenübertragung zuständig ist. Und damit wir mal überprüfen können, ob das Display auch funktioniert, hier ein einfaches Demo-Skript. Die Ansteuerung des Displays funktioniert eben über eine serielle Verbindung. Deswegen benötigen wir hier die Software Serial Library. Ich definiere hier dann zwei Pins, einmal ein Read-Pin, das aber in unserer Kommunikation ja nicht verwendet wird. Wir schicken ja nur ans Display und lesen nichts davon. Und hier das Hoppala und hier das Write-Pin, das Arduino Pin 2. Dann initialisieren wir uns hier ein Objekt SSD, 7 Segment Display, und übergeben hier das Read-Pin und das Write-Pin, also die zwei hier oben. Hier definiere ich mir nur einen kurzen String, den brauchen wir dann weiter unten zum Aufbereiten der Inhalte für das Display und einen Display-Value, das ist dann unser späterer Zähler, mit dem wir pro Sekunde 1 raufzählen. In der Setup-Funktion passiert dann schon das Wichtigste, wo wir schon sehen, ob denn das Display überhaupt funktioniert. Wir nehmen hier
Wir öffnen hier die serielle Kommunikation mit einer Übertragungsrate von 9600 Baud und schicken ein Clear-Display. Und dieses Clear-Display, da sieht man schon, da steht vorne kein SSD, so wie man es vielleicht erwarten würde. Nein, denn das Clear-Display, das ist eine eigene Funktion. Die stehen hier weiter unten. Die habe ich mir aus einem Arduino-Demoskript rausgeholt. Und da gibt es hier diese Clear-Display-Funktion, die schickt an das Display ein Byte, und zwar das Byte mit dem Hexcode 76, und das ist das Kommando, das Display zu löschen. Das heißt, wir machen hier ein Clear-Display, schicken dann über den seriellen Print-Befehl 4 Achten an das Display. Damit sollten alle Ziffernsegmente mal erleuchtet sein. Und dann setzen wir noch über die SetDecimals-Funktion, die auch weiter unten definiert ist, alle Punkte, Doppelpunkte, Apostrophe und so weiter auf Display ebenfalls auf High und schalten sie ein. Die SetDecimals-Funktion, die sieht man da unten. Da merkt man, anders als Clear Display, das besteht nur aus einem Kommando-Byte, besteht SetDecimals aus zwei Byte. Einmal das Kommando-Byte für diese Dezimalpunkte-Funktion, das ist der Hexcode 77. Und dann wird ein Byte übergeben, das in den einzelnen Bits angibt, welche Teile eingeschaltet und welche ausgeschaltet sein sollten. Und wie das aufgebaut ist, das sieht man hier. Das heißt, die unteren 4 Bit geben die Tausenderpunkte bei den einzelnen Buchstaben an. Und hier haben wir noch den Doppelpunkt, der für die Uhrzeit verwendet werden kann, und das Apostroph, das beim zweiten Zeichen von rechts oben angebracht ist. Also wir setzen hier eben noch alle Dezimalpunkte und so weiter auf ein. Dann die Helligkeit auf 255, das ist ebenfalls hier Set Brightness, zuerst ein Kommandobyte, das 7a, und dann ein Wert zwischen 0 und 255 für die Helligkeit. Warten dann 2 Sekunden und schicken dann die Zahlenfolge 1, 2, 3, 4 ans Display, schalten alle Punkte und so weiter aus und warten wiederum 2 Sekunden und löschen dann das Display. Also mit diesem Teil, der im Setup ausgeführt wird, sollten wir schon einmal merken, ob das Display richtig funktioniert oder nicht. Zusätzlich habe ich dann hier im Loop noch eingebaut, dass dieser Display-Value-Wert, den wir da oben auf 0 setzen, genau, dieser Display-Value-Wert wird hier in einen String umgebaut, und zwar mit dieser sprintf String-Format-Funktion. Und dieser Parameter, der hier angegeben wird, da gibt es viele Varianten davon, der sagt dieser Funktion nur, nimm diesen Wert hier und baue ihn um in eine Ausgabe mit 4 Stellen, führenden Nullen, und ja, gibt das Ganze in das Display-String. Das heißt, wenn wir hier einen 1er hinschicken, hier, dann macht diese Funktion 0001 draus und steckt dieses Ergebnis in das Display-String. Und diesen Display-String, den schicken wir dann wiederum über den Print-Befehl an das Display, erhöhen dann den Wert um 1 und warten eine Sekunde. Dann wird das Loop wieder durchlaufen, das heißt, sobald wir diese Anfangssequenz mit den 8 und dem 1, 2, 3, 4 durchlaufen haben, sollte dann jede Sekunde der Zähler um 1 hochzählen, und zwar mit führenden Nullen. Und ob das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an und schicken es mal zum Display. So, und wenn die Übertragung abgeschlossen ist, dann sieht man hier, für 2 Sekunden ist alles erleuchtet, dann 2 Sekunden 1, 2, 3, 4, und jetzt fängt der Count an. Also wir wissen jetzt schon mal, das Display ist richtig angeschlossen. Hier mit der einen Verkabelung ist das nicht weiter schwer. Die Software Serial Library spricht das richtig an und wir verwenden die richtigen Befehle, um es in Betrieb zu nehmen und darauf Texte oder Zahlen anzuzeigen. Das war jetzt Teil 1 des Tutorials zum seriellen 7-Segment-Display. Im zweiten Teil werden wir
ein Potentiometer und ein Piezo-Element hinzufügen und damit ein bisschen Lärm erzeugen. Den Link zum zweiten Video findet ihr hier in den Anmerkungen oder sonst in der Videobeschreibung.